Hey Leute, willkommen zurück zu Uncharted Drake's Schicksal. Ja, ich fange hier im Pausemenü an, weil Sully quatscht uns jetzt wahrscheinlich wieder die Ohren voll. Deswegen geht's jetzt ab hier weiter. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich gib's zu. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 17. Jahrhundert vertickt hab? Ja. Ich lausche gebannt. Oh, guck mal, hier liegt ein Schatz. Ja, es gibt auch Schätze. Übrigens, ja, ich werde mich nicht darauf versteifen, sie zu suchen, aber wenn ich denn welche finde, im Vorbeilaufen werde ich sie natürlich aufheben. Und ich kriege eine Medaille, erster Schatz. Ja, was ich übrigens auch cool finde, achtet mal auf seine Klamotten. Wenn ich jetzt hier durch das Wasser laufe, dann werden die Hosen nass und trocknen mit der Zeit. Genauso setzen die Klamotten eben auch Staub an. Also das ist so ein kleines Feature, sage ich einfach mal, was jetzt unbedingt nicht sein muss, aber es erhöht so ein bisschen den Realismus am Spiel. Und überhaupt die Spielwelt, schaut's euch mal an, es ist alles so stimmig und sieht einfach nur cool aus. Und ihr solltet jetzt auch nicht mehr das Ruckeln haben, was ich im ersten Teil hatte. Dass Francis Drake auch hier war. England ist ganz schön weit weg. Ja, denn ich lade zurzeit nichts hoch, deswegen soll es jetzt einwandfrei laufen, ohne zu ruckeln eben und das Spielerlebnis nicht schmälern für euch dadurch. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Ja, tun wir es doch mal. Auf jeden Fall, Leicht eine Nonne im Bordell. Ja, und Sully lässt wieder seine Sprüche ab. Das ist das, was ich meine. Die zwei sind eben so ein cooles Team zusammen. Ergänzen sich super. Ja, sieht ganz gut aus. Aber wir haben noch keinen offensichtlichen Eingang. Ja, an der Stelle habe ich beim ersten Mal ganz schön lang gehangen. Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Aber wenn man weiß, wo es lang geht, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und zwar, hüpfala. Ja, die Sprunganlagen sind eigentlich ganz cool gemacht, also sind nicht wirklich schwer. Bis jetzt nicht. Weil man kann auch nicht unbedingt vorbeispringen, so wirklich. Pass auf da oben. Wow. Also meistens jedenfalls ist man eigentlich... Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Ja, man ist eigentlich meistens so ein bisschen ferngesteuert, sag ich mal, wenn man springt. Man muss nur ungefähr die Richtung drücken und dann springt Nate auch dorthin. Und hält sich an Kanten fest und was weiß ich. Aber es ist jetzt nicht so einfach wie... Ja. Wow. Es ist nicht unbedingt so wie in Prince of Persia, dass der Held der Schwerkraft trotzt komplett und einfach mal an den Wänden lang rennt. Nein. Ihr seht zwar, Nate hangelt sich recht schnell an Kanten entlang. Also eigentlich schneller, als es wirklich realistisch wäre. Aber gut, ich finde es nicht schlimm. Immerhin sind die ganzen Sprunganlagen und Kletterpassagen eigentlich ganz plausibel. Also... Ich sag mal, im echten Leben wäre es wahrscheinlich auch möglich. Jedenfalls, ich würde es mich aber nicht trauen, beziehungsweise kenne ich keinen, der das tun würde. Cool gemacht, Kleiner. Yay. Da muss man schon Parkour-Profi sein, dass man sowas hier abzieht, was Nate da macht. Jetzt seht ihr auch die tollen Lichteffekte nochmal von Uncharted. Wow. Ja, mit der Taschenlampe. Seht euch das mal an hier, wie atmosphärisch. Also ich finde es richtig geil gemacht einfach. Das Spiel ist in sich so toll. Also die Programmierer, die sind wirklich Genies. Beziehungsweise Grafikdesigner. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja. Wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat. Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden.
Ich habe mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Aber bevor wir das tun, erkunden wir weiter den Tempel. Ja. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Wie kommen wir jetzt wohl hier weiter? Ein Witz, oder? Bevor ich das rausfinde, werde ich erstmal hier den Schatz holen. Den weiß ich nämlich auch noch. Ein Goldring mit Ornamenten. Ja. Wenn ich dann eben noch... rüberkommen. Ja, wenn ich dann eben noch weiß, wo die Schätze sind, nehme ich sie natürlich mit. Aber ich werde jetzt nicht akribisch danach suchen und überall nachschauen. Sieht gut aus. Ja, schaffen wir uns doch mal einen künstlichen Übergang. Ein Zufall, dass da jetzt ein Explosivfass stand. Naja. Aber... gut, ja, es gibt leider auch ein bisschen Button-Mashing-Einlagen wie diese hier. Da muss ich nämlich so schnell wie es geht den Knopf hämmern. Wenn ich zu langsam bin, dann lässt er automatisch die Kette wieder los. Oh, komm schon! Aber das passiert eh. Und Sully hilft uns mal eben. Gut, dass wir im Team unterwegs sind. Na? Dann mach mal. Ja. Denn es gibt so einige Team-Aktionen. Im zweiten Teil hat man sogar wirklich ganze Team-Passagen, finde ich sehr cool gemacht. Ich habe sie leider noch nicht angetestet, weil ich nicht wirklich oft online bin mit der PlayStation. Beziehungsweise ab und zu war ich schon, habe mir was aus dem Store runtergeladen, aber naja, ich bin nicht so der PlayStation- bzw. Konsolen- und Online-Zocker. Und wir haben die Tür blockiert und jetzt kommt Sully gerade so durch. Sehr wackelige Konstruktion, das Ding. Das war mir etwas zu knapp. Ja, ein bisschen knapp war es schon. Ja, und? Moment, das kenne ich doch. Ihr habt es vorhin schon gesehen. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Man hat manchmal mit der L2-Taste die Möglichkeit, sich auf ein Objekt zu fixieren. Und, was ich auch noch erwähnt habe, die Anleihen an Indiana Jones. Man kann im Tagebuch nach Tipps schauen. Finde ich sehr geil. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Denn, Drake... Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Also der Vorfahre Drake hat eben seinen Weg dokumentiert und den können wir jetzt auch mit diesem Tagebuch nachverfolgen. Und eben an den geeigneten Stellen auch die Rätsel damit lösen, finde ich wirklich genial gemacht. Also so ein Touch Indiana Jones. Und einmal ranschießen und damit öffnen wir den Weg. Cool. Komisch, wie schnell das hier abbrennt bei der hohen Luftfeuchtigkeit, aber gut. Oh, die nächste Stelle, die mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne. Bei der bin ich schon des Öfteren gestorben. Weil, wenn man nicht schnell genug ist, beziehungsweise die falschen Dinger erwischt, stirbt man. So wie jetzt. Nein, Nate. Erinnert mich so ein bisschen an Metal Gear Solid. No Snake. Aber, ja, er heißt ja Nate. Hört sich nur so ähnlich an. Okay, schneller, Nate. Schneller, schneller. Genau, man muss immer versuchen, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen zwischen den Dingern, denn sonst schafft er es nicht, sie zu greifen. Und ich schaffe es aber. Jawohl, ich habe es geschafft. Sehr gut. Und jetzt müssen wir irgendwie noch schauen, dass Sully runterkommt. Ich glaube, das war hier. Ja, das war hier. Und wie mache ich das? Genau, da stehen nämlich rein zufällig wieder Explosivfässer, die wir eben mal anschießen. Anschießen, habe ich gesagt. Und ihm damit einen Weg nach unten schaffen. Und wir können wieder fixieren. Das finde ich übrigens ein tolles Feature. Auch wenn man mal nicht weiterkommt, wird nach einiger Zeit dieser Knopf eben angeboten, dass man dann automatisch auf die Stelle gelenkt wird, wo es dann weitergeht. Schon recht cool. Komm, Sully. Einmal Zigarre puffen, bitte. Oder Streichholz zumindest anmachen. Dass die Dinge überhaupt noch Öl drinnen haben oder was auch immer da eben der Zündstoff ist, finde ich schon ein bisschen mysteriös. Aber gut, es ist dem Spiel nur zugute. So, und weiter geht's in den komischen Tempel hier. Also ich hätte irgendwie ein bisschen Angst da. Der ist bestimmt ganz schön einsturzgefährdet, aber naja. Die beiden Abenteurer, die sind das wohl gewohnt. Ich weiß ja, genau. Was. Es kommt wieder ein cooles Rätsel. Was heißt cool? Also es ist eigentlich ganz einfach gehalten. Halt, die Zeichen kenne ich doch. Ja,
Aber wir haben natürlich unser Tagebuch, das uns weiterhilft. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Okay, also erstens dieses komische Zahnrad oder ja, dieses eckige Rad einfach. Dann der Typ mit Flügeln, dann die, ich würde es als Spinne bezeichnen und dann das komische hässliche Smiley. Okay, schauen wir mal. Das erste ist, glaube ich, hier. Ja, ich sehe schon das Zahnrad. Und dann hangeln wir uns einfach mal hier hoch. Hoppala. Und nein, ich brauche das Tagebuch nicht. Ja, die Einblendung ist jetzt die ganze Zeit da, aber ich brauche es ja wirklich nicht, weil ich alles noch weiß. So, dann drücken wir einmal das Zahnrad. Die erste Säule fährt hoch. Jawohl. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, der Schmetterlingstyp, oder der mit den Flügeln zumindest da, der ist auf der anderen Seite. Deswegen einmal wieder hier hoch. Na, hier hoch. So. Über den Abgrund. So. Und dann noch hier. So, was kommt als nächstes? Die Spinne. Die ist genau hier auf der Seite. Und da bin ich doch mal gespannt, ob wir das Tor damit aufkriegen. Haha. Schauen wir mal, was passiert. So, zack. Das noch. Nummer 3. Und jetzt noch das letzte, das doofe Smiley. Das ist eben hier. Genau dort, wo ich als erstes hochgegangen bin. Drücken wir eben auch noch schnell und hoppala. Und jawohl. Rätsel gelöst. War ja nicht gerade schwer. Und was passiert? Wird das Tor aufgehen? Wir wissen es nicht. Also ich weiß es schon, aber ihr nicht wahrscheinlich. Aha. Nein. Der Boden geht auf. Auch eine sehr komische Konstruktion, dass die noch funktionieren nach all den Jahren, Jahrhunderten. So. Ganz schön tief. Ja, ist es auch. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Ich habe nämlich das erste Mal angenommen, ich kann jetzt hier ins Wasser springen, aber das ist ein bisschen fatal, denn das Wasser ist nicht gerade sehr hoch. Der Wasserspiegel. Und deswegen muss ich erstmal hier das auslösen. So, Moment, habe ich da was? Nee, kein Schatz. Okay. Und dann schieben wir doch mal das Teil darüber. Und lösen damit wieder einen weiteren Mechanismus aus, der ta-ta-ta-ta, das Wasser steigen lässt. Ja, das bringt tatsächlich was, denn jetzt können wir endlich reinspringen, ohne zu sterben. Und hoppala. Doch, tue ich. Schlimmeres. Klatsch. So, ich glaube hier, genau hier geht's hoch. Ich weiß gar nicht, liegt hier irgendwo noch ein Schatz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na ja, gut. Sind mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, die Schätze. Jetzt bin ich nass. Ja. Ich glaube im zweiten, oder was hier auch schon, man kann, glaube ich, Klamotten freischalten, wenn man eben Schätze oder halt... Ne, die Schätze geben ja Punkte. Also jetzt nicht die, die Trophäen von der PlayStation, sondern einfach in-game hier kriegt man ja Punkte für die freigeschalteten Erfolge. Und mit denen kann ich mir, glaube ich, Klamotten kaufen, die jetzt keinen spielerischen Nutzen haben, aber eben halt einfach, ja, so ein Naughty Dog T-Shirt kriegt man, glaube ich. Dann noch eine Sonnenbrille. Ach, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwas gibt's dafür, aber es ist ja nicht wirklich spielentscheidend. Ich bin jetzt drüben. Wow. Da kommst du nicht auf. Nee, lass mich doch da hoch. Ja, er springt aber so ein bisschen komisch, also nicht immer die Richtung, die ich will, sondern da, wo es eben einfach am nächsten ist. Und natürlich stehen hier rein zufällig wieder Fässer, mit denen ich endlich Sully hier rüberbringen kann. Der traut sich ja nicht zu schwimmen. Naja, gut. Ja. Habe ich ganz allein gemacht. So, jetzt kommt endlich meine Teamwerkstelle. Das ist das, was ich meinte. Im zweiten Teil gibt es ja ganze Passagen darüber. Komm schon, zieh. Ich bin schon längst fertig, du. Ich muss, glaube ich, immer noch drücken. Sonst, ja, nee, muss ich nicht. Egal. Ah, sieht sicher aus. Na, trügerisch, würde ich eher sagen. Und ich habe recht, denn... Wow, jetzt kommt eine tolle Top-Down-Sequenz. Das heißt, ich muss nach unten zum Bild hinlaufen, während von oben alles zusammenbricht. Wow. Komm schon, Nate. Und spring. Wow. Und es reicht gerade so. Jeha. Und natürlich haben die Säulen einen künstlichen Übergang geschaffen. Ich hab's geschafft. Nichts passiert. Aber das finde ich so cool an Nate. Er lässt immer so lockere Sprüche ab, aber ist auch gleichzeitig so menschlich. Das will ich danach auch hoffen. Ja, denn er ist kein großspuriger Abenteurer, sondern gibt auch mal zu, wenn es ein bisschen knapp war, wie eben. Und atmet auch mal durch danach. So, jetzt sind wir wohl da angekommen, wo wir hinwollen.
Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja, trotz dahingehend, dass es schon ein paar Jahrhunderte her ist, dass dieses Ding hier gestanden hat, folgen wir doch gleich mal der Spur. Aber zuerst nehmen wir wieder das Shiny. Ja, wer sammelt nicht gern blitzende und blinkende Dinge auf in Spielen? Besonders, wenn sie einiges wert zu sein scheinen. Naja, was würde Indiana Jones sagen? Das Ding gehört in ein Museum, aber uns ist das egal. Wir denken natürlich an den Profit. Unter anderem. Und folgen jetzt erstmal der Spur, die sehr deutlich ist. Komischerweise. Ist noch gar nicht verwittert oder so. Naja. So. Und wir kommen endlich raus aus diesem komischen, gruseligen Tempel. Ah, hier zurück in den Dschungel. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Ja, und jetzt gehen wir einfach weiter den Weg. Wo lang auch sonst. Und gleich kommt etwas, was ich gerne krass nenne, also ein richtig krasser Perspektivenwechsel, was in dem Spiel noch öfter vorkommt. Halt, Sally, hörst du das? Nämlich das hier. Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ja, krasse Sache, steht einfach mal ein U-Boot mitten im Dschungel. Aber das ist es, das schafft Naughty Dog einfach einem richtig beeindruckende Panoramen zu bescheren, wie jetzt dieses U-Boot. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Schauen wir mal. Wenn man den Weg nicht kennt, ist es wirklich anstrengend. Und wir sind in Kapitel 3. Ein überraschender Fund. Okay. Was gäbe es für einen besseren Moment, als den Part hier zu beenden, was ich auch tue, und sage bis später.